Mit seinen vier großen, gefederten Schaumstoffrädern vermittelt der Kinderkraft Grande Buggy ein gutes Fahrgefühl. Eltern schieben leicht und Kinder fahren sicher und bequem. Auch die stufenlos verstellbare Rückenlehne ist ein Plus, weil sie sich zum Schlafen komplett gerade machen lässt. Zusammen mit der anhebbaren Fußstütze könnt ihr so auch unterwegs einen bequemen Schlafplatz für euer müdes Kind einrichten. Dank sehr tiefem Sonnenverdeck schläft es hier gut vor Wind und Wetter geschützt. Der zuverlässige Sonnen- und Regenschutz wurden auch im letzten Buggy-Test von Stiftung Warentest 2021 positiv bewertet. Insgesamt landete der verlässliche und sichere Kinderkraft Grande mit einem guten Testurteil von 2,4 auf dem dritten Platz. Allerdings, der Kinderwagen ist trotz seines vergleichsweise hohen Gewichts nur bis 15 Kilogramm zu belasten und damit nicht so lange nutzbar wie der Testsieger Smilo Happy Plus oder die günstigeren Buggys von Haug. Das zeichnet den Kinderkraft Grande Buggy auf. Eltern sind begeistert von dem schönen Design und der leichten Lenkung des Kinderkraft Grande. Die Reifen fahren auch auf unebenen Wegen gut. Der Einkaufskorb bietet viel Platz und die verwendeten Materialien sind hochwertig. Kritikpunkte gibt es am Fußsack, der nicht wirklich ein Sack ist, sondern mittels Klettstreifen am Gestänge festgemacht wird und deshalb nicht ausreichend wärmt. Und wie bei vielen anderen Buggys im Test ist auch hier der Schriebegriff leider weder höhenverstellbar noch anklappbar, was zum Beispiel in einer engen U-Bahn praktisch wäre. Eines vorneweg, dieser Buggy trägt zwar Jogger im Namen, zum Joggen ist er jedoch nicht geeignet. Das wird viele Eltern irritieren, wenn sie das Kleingedrückte zunächst nicht gelesen haben. Der Haug Runner Dreiradjogger wurde nach an 1888 geprüft und nicht zum Joggen und Skaten zugelassen. Aber, mit seinen drei großen Lufträdern ist er ein wendiges und zudem vergleichsweise preiswertes Modell für Wanderungen über Stock und Stein. Robust und allwettertauglich. Plus, auch dieser Haug Buggy ist mit einer Belastungsgrenze von 25 Kilogramm für eine überdurchschnittlich lange Nutzungsdauer konzipiert. Das zeichnet den Haug Runner Dreiradjogger aus. Das sagen Eltern, in ihren Bewertungen sind Eltern begeistert von dem relativ niedrigen Preis für einen so gut durchdachten Buggy. Einige bemängeln jedoch auch die Haltbarkeit sowie die Irreführung durch den Jogger im Namen. Im Großen und Ganzen bietet dieser Kinderbuggy aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Maxicosi Lara 2 Buggy bringt handgepäcktaugliche Faltmaße und einen praktischen Einhandklappmechanismus mit. Zusammengeklappt lässt er sich dank Schultergurt bequem über der Schulter tragen. Damit eignet er sich ideal als komfortabler Reisebuggy. Dazu punktet er mit einem Leichtgewicht von 6,4 Kilogramm bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit von 22 Kilogramm, eine Kombination, die kaum ein anderer Buggy in unserem Vergleich bietet. Ebenfalls selten ist die Möglichkeit, den Buggy dank Adapter mit einer Babyschale von Maxicosi zu kombinieren. So könnt ihr den Buggy auf Reisen schon ab Geburt nutzen. Ab etwa 6 Monaten kann euer Baby dann in der flachen Liegeposition Platz nehmen und kommt dank der atmungsaktiven Sitzbezüge nicht ins Schwitzen. Der Maxicosi Lara 2 Buggy auf einen Blick. Eltern schwärmen in ihren Bewertungen davon, was für ein Platzwunder der Maxicosi Lara 2 Buggy ist. Durch seine Kompaktheit und sein leichtes Gewicht lässt er sich perfekt auf Reisen mitnehmen, ob im Kofferraum eines kleinen Autos oder im Flugzeug. Gleichzeitig bietet er mit den zwei Einkaufskörben genug Platz zum Shoppen und mit dem Maxicosi Adapter für Babyschalen die Möglichkeit, auch ein Neugeborenes auf kurzen Strecken mitzunehmen. Ein toller Reisebuggy, der für einige Eltern wegen seiner Kompaktheit jedoch für den Alltag zu klein ist. Durch seine Belastungsgrenze von 25 Kilogramm gehört der Haug City Neo 2 zu den Buggys im Test, die am längsten genutzt werden können. Dank verstellbarer Rückenlehne ist der wendige Dreirad-Buggy in Kombination mit einer Tragetasche von Geburt an bis etwa 4 Jahren im Einsatz. Auch größeren Kindern bietet er mit einer Liegefläche von 82 x 33 cm noch genügend Platz zum Ausruhen. Dabei ist er mit 7,7 kg trotzdem angenehm leicht und dank der drei Räder sehr wendig, wenn auch bei ungleichmäßiger Belastung nicht so standfest wie ein Buggy mit 4 Rädern. Das zeichnet den Haug City Neo 2 Buggy aus.
Das sagen Eltern. Der Hawk City Neo 2 lässt sich super lenken und durch enge Supermarktgänge manövrieren. Er ist einfach zusammenzuklappen und stabil, solange er nicht ungleichmäßig belastet wird. Dann kann es schon mal passieren, dass er auf seinen drei Rädern leicht kippt. Wer vor allem einen Transportbuggy sucht, bei dem es nicht auf Wendigkeit ankommt, ist mit einem Buggy auf vier Rädern besser beraten. Einige Eltern bemängeln beim Hawk Buggy zudem, dass der Schiebestecker an der Rückenlehne nicht fest genug sitzt und das Kind dadurch nie in einer komplett aufrechten Haltung sitzt. Lionello macht Hawk Konkurrenz. In der gleichen Preisklasse wie der deutsche Traditionshersteller und sogar noch etwas günstiger bietet der Lionello Emma Plus Buggy Eltern ein modernes, farbenfrohes Design, das sich optisch von der Masse abhebt. Unter dem großen, verlängerten Baldachin kann euer Kind dank stufenlos verstellbarer Rückenlehne bequem ein Mittagsschläfchen halten oder auf dem Tablett vor ihm spielen. Ihr kommt währenddessen mit dem leichten Buggy super um die Kurven und habt dank praktischem Elternorganizer vor euch alles im Griff. Der Rahmen aus ummanteltem Stahl wirkt hochwertig und hält bis zu 15 Kilogramm aus. Ein Punkt, in dem der Lionello dem Hawk Buggy noch unterlegen ist: Die meisten Hawk Buggies können mit bis zu 25 Kilogramm belastet werden und sind damit länger nutzbar. Mit diesen Features punktete Lionello Emma Plus Buggy im Vergleich. Das sagen Eltern. Eltern loben das geringe Gewicht, die Wendigkeit, das große Sonnenverdeck und den Einkaufskorb. Außerdem ist die zusätzliche Ausstattung wie der Organizer oder die Tasche sehr praktisch. Der Buggy wirkt robust und vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Mit einem Klick ist er zusammengeklappt. Allerdings erscheint die Rückenlehne als etwas zu kurz, sodass größere Kinder schnell am Verdeck anstoßen. Und auch die Fixierung des Tabletts und die Einstellung der Rückenlehne werden von einigen Eltern als schwergängig empfunden. Auch im höheren Preissegment sind Buggies bis 25 Kilogramm nicht selbstverständlich. Der stylische Izopace sticht hier heraus und bietet alles, was einen guten, lange nutzbaren Buggy ausmacht: Belastbarkeit bis 25 Kilogramm, wendige, hochwertige Reifen, schmale Klappmaße und eine komfortable XXL-Sitz- und Liegefläche. Außerdem ist das goldfarbene Aluminiumgestell ein echter Hingucker. Im Buggy-Test von Stiftung Warentest 04/2018 wurde der Izopace dafür mit Platz 2 direkt hinter dem Jouar Litrax 4 belohnt. Die gute Note 2,3 gab es für die vergleichsweise tief verstellbare Rückenlehne und den Sitzkomfort, trotz der dünnen Sitzpolsterung. Die wendigen Doppelräder wurden ebenfalls positiv erwähnt, auch wenn sie Bordsteine und Busstufen besser bewältigen als Kopfsteinpflaster oder Waldwege. Diese Features machen den Izopace aus. Der Izopace Buggy sieht super aus, ist wertig verarbeitet und lässt sich gut lenken. Einige Eltern können allerdings nicht nachvollziehen, warum der Buggy im Test von Stiftung Warentest so gut abgeschnitten hat. Gemessen am Preis hätten sie mehr Extras erwartet, zum Beispiel die Möglichkeit, die Blickrichtung des Kindes im Buggy zu ändern. Das kann nur ein anderer Buggy in unserem Vergleich, der Quinny Zep Flex. Der Quinny Zep Flex ist ein hochpreiseiger, clever durchdachter Stadtbuggy, der mit besonders kinderfreundlichen Features daherkommt. So ist es der einzige Buggy im Test, der nicht nur über eine Liegefunktion verfügt, sondern dem Kind auch noch die Möglichkeit bietet, gegen die Fahrtrichtung mit dem Blick zu den Eltern zu sitzen. So kann euer Baby ab 6 Monaten im rückwärtsgerichteten Sitz mitfahren und hat Mama und Papa voll im Blick. Ab etwa einem Jahr könnt ihr den Sitzeinhang dann umdrehen und es kann nach vorne gerichtet seine Umwelt entdecken. Für dieses Feature und das erweiterbare Sonnenverdeck vergab Stiftung Warentest im Buggy-Test 2018 das Qualitätsurteil 2,8, befriedigend. Bemängelt wurde, dass die Rückenlehne zu sehr durchhängt und das Kind nicht genügend stützt, was für kurze Wege jedoch okay sei. Auch den eher komplizierten Faltmechanismus und das schwer zugängliche Gepäckfach kritisierte Stiftung Warentest. Die wichtigsten Features des Quinny Zep Flex Buggies auf einen Blick. Der Quinny Zep Flex ist ein stylischer Buggy, der schnell auf- und abzubauen und bequem für Kinder ist. Ein großes Plus ist der in beide Fahrtrichtungen verstellbare Sitz wie das wirklich kleine Packmaß. Obwohl der Buggy sich gut fährt, wird die Qualität der Räder von einigen Eltern bemängelt.
Diese würden sich nur für glatte Bürgersteige und nicht für unebenes Gelände eignen. Bei einem selbsterklärten Stadtbuggy versteht sich das jedoch von selbst. Für jeden Anspruch scheint Haug den passenden Buggy parat zu haben. Der Haug Lift Up 4 legt in puncto Ausstattung eine Schippe drauf und bietet zu einem für Haug-Verhältnisse gehobenen Preis Features, die bei anderen Buggys im Vergleich schwer zu finden sind, so etwa den Teleskopschiebegriff, mit dem der Schieber sich zwischen 94 und 105 cm in der Höhe verstellen lässt, ideal für rückenschonendes Schieben. Weitere Pluspunkte am Haug Lift Up 4 sind seine hohe Belastungsgrenze, 25 kg, seine extra breite Sitz- und Liegefläche sowie die Möglichkeit, den Buggy mit einer Autoschale zu kombinieren. Auf diese Weise ist der Buggy für eine sehr lange Nutzungsdauer ausgelegt. Endlich einer, der alles hat. Eltern sind begeistert von der Ausstattung des Haug Lift Up 4 und seinem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Größe stimmt, der Buggy ist sehr hochwertig und so lange nutzbar, bis die Kleinen keinen Buggy mehr brauchen. Ginge das Sonnenverdeck noch ein Stück weiter herunter, der Schiebegriff etwas höher und ließe sich der Schutzbügel auch einseitig öffnen wie bei anderen Herstellern, wäre dieser Kinderbuggy nahezu perfekt. Steht ein Städtetrip mit Kind an? Dann könnte der Kiko London Up Buggy ein guter Reisebegleiter sein. Mit 7,2 kg und den vier kleinen Doppelrädern ist er leicht und wendig, womit er sich sehr gut durch schmale Gänge und Menschenmassen manövrieren lässt. Und wird er gerade nicht gebraucht, lässt er sich dank Schirmfaltmechanismus schnell zusammenfalten und platzsparend verstauen. Trotz Leichtigkeit bietet dieser Reisebuggy eurem Kind den Komfort einer absenkbaren Rückenlehne. So kann es sich bei einem Nickerchen eine Pause vom Großstadtgetümmel gönnen. Der Kiko London Up Buggy zeichnet sich durch folgende Features aus. Das sagen Eltern, der Kiko London Up ist ein kompakter Reisebuggy und damit perfekt für den Urlaub. Trotz leichtem Gestell ist er stabil und lange nutzbar. Die Räder laufen auch auf Kiesel- und Waldwegen problemlos, selbst im Dauereinsatz. Einige Eltern finden den Buggy zusammengeklappt etwas sperrig, 107 cm Länge. Dafür hat er im aufgeklappten Zustand eine Höhe, die es auch größeren Eltern möglich macht, rückenschonend zu schieben. Auf Handgepäckmaße fürs Flugzeug zusammenfaltbar, sehr leicht, 6,3 kg, und trotzdem keine Kompromisse in Sachen Komfort. Der Ergo Baby Metro Buggy passt selbst in den kleinsten Kofferraum und bietet eurem Kind dennoch eine weiche, bequeme Polsterung, die Po, Rücken und Kopf gut abstützt. Der Ergo Baby Metro Buggy ist der erste und einzige im Test, der von der Aktion Gesunder Rücken e.V. als rückenfreundlich für Babys und Eltern zertifiziert wurde. Folgende Features zeichnen den Ergo Baby Metro aus. Leicht zu handhaben, richtig klein zusammenzufalten und sofort einsetzbar. Eltern sind begeistert von der Qualität dieses Buggys und empfehlen ihn für Reisen. Ein so kleiner Buggy ist allerdings nicht für allzu große Lasten vorgesehen. Eltern bemängeln, dass nicht mehr viel in den Staukorb passt, wenn das Kind in der Liegeposition schläft. Für unterwegs ist der Buggy jedoch super. Der McLaren Techno XT ist der teuerste Sportwagen in unserem Buggy-Vergleich. Doch der Preis scheint berechtigt. McLaren steht für Dynamik, Komfort und Langlebigkeit und hat viele Fans unter den Eltern. Im Buggy-Test 2016 von Stiftung Warentest landete der McLaren Techno XT mit einem Qualitätsurteil von 2,1 auf dem zweiten Platz. Laut Stiftung Warentest fahren Kinder mit diesem Wagen am besten und Eltern schieben am bequemsten. Vor allem für große Eltern ist der McLaren Buggy super, da die Schieberposition bis zu 109 cm verstellbar ist. Allerdings, wie bei fast allen Buggys ist die Altersempfehlung ab Geburt eher unrealistisch. Für neugeborene Babys gibt es komfortablere Kinderwagen. Diese Features machen den McLaren Techno XT aus. Der McLaren Techno XT lässt sich leicht schieben, ist unschlagbar leicht und gleichzeitig belastbar. Toll sind die großzügige Liegefläche für große Kinder und der hohe Schiebegriff für große Eltern. Eltern, die den Buggy bereits im Test hatten, sind sich überwiegend einig, der Preis zahlt sich aus. Einzig der Korb könnte etwas mehr Stauraum bieten. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns.
Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.